Na, ist das schon wieder soweit? Sind wir schon wieder hier alle? Ist schon wieder 18 Uhr. Ja, ist tatsächlich gerade. Es dämmert draußen. Hier, guck mal, ich kann es euch sogar zeigen. Wir haben hier eine Uhr. Das ist echt, haben wir eine Uhr? Haben wir hier eine Uhr? Wo kann ich denn mal nachgucken, wie spät das ist? Auf meinem Trainerpass. Wie spät ist das denn? Ich guck mal eben auf meinen Führerschein. Hat noch nie irgendjemand gemacht. Und es hat auch noch nie... Bestimmt hat das schon mal jemand gemacht, aber es hat noch nie funktioniert. Okay. Wir müssen jetzt hier so ein bisschen nochmal rallen. Das tut mir auch leid, aber... Bevor unser Starter nicht ein bisschen was kann, gehe ich hier keine 5 Meter weiter. Spaßbremse muss... Level 10 haben wir schon, ne? Ja. Das geht. Düs, düs, düs. Ja, was soll ich euch erzählen? Gibt nicht viel Neues. Ich reg mich aber in letzter Zeit immer mehr über unsere Waschmaschine auf. Also, da muss ich jetzt mal ein bisschen was erzählen. Also, ich bin ja in einem Haus, da wohnen relativ viele Menschen. Unter anderem ich. Macht Sinn. Und wir haben eine Waschmaschine für 16 Menschen. Ist eigentlich gut. Kann man machen. Also, ist schon eine gute Quote. Teilweise hast du eine für 30 und dann hast du wirklich ein Problem. Oder lass es 20 Menschen sein, allerhöchstens. Aber es sind ja auch nicht immer alle hier. Hier sind ja auch viele Wohnungen an Leute vermietet, die zu irgendwelchen Firmen gehören. Das heißt, dann eiern da immer irgendwelche Arbeiter rum. Die bestellen sich dann eine Pizza und gehen dann in den Flur, wischen großen Feudel dann die Handgelenke von anderen Leuten ab. Ja, wenn sie da Spaß dran haben, dann sollen sie das tun. Ist in Ordnung. Nee, und wir haben nämlich eine Waschmaschine und einen Trockner für alle. Und ich hatte das Thema ja schon mal mit der Waschmaschine, die war ja irgendwann mal kaputt. Ich weiß nicht, was da kaputt war. Ich glaube, da war der Filter im Arsch. Und ja, den mussten sie dann eben neu machen, aber das hat lange nicht funktioniert. Das war dann so richtig eklig, wenn du deine alten Klamotten angezogen hast, die du eigentlich gedacht hast, du hättest sie gewaschen. Hattest du aber nicht, die waren dann hinterher noch ekliger als vorher. Und meinst du, da kümmert sich mal einer drum? Nö, natürlich nicht. Ich musste da sogar bei dieser Firma anrufen, die die Waschmaschinen macht. Ich bin zur Hausverwaltung erst gegangen, hab gesagt, guten Damen und Herren hier, ne? Ich hab hier Wäsche, die würde ich gerne mal waschen. Hier stinkt's. Nee, da sind wir nicht zuständig. Ich hab gedacht, das ist doch ihr Bereich, das ist ihr Haus. Da müssen sie doch mal was machen. Nee, ich musste selber da anrufen. Und dann musste ich sogar noch dem Hausmeister Bescheid sagen, dass um so und so viel Uhr da jemand kommt. Und das war nicht cool. Eigentlich hat er schon jemand anderes angerufen, aber es gibt auch Leute in meinem Haus, die sind permanent betrunken. Und die haben dann da angerufen. Und dementsprechend haben die das auf der anderen Seite der Leitung nicht so ernst genommen, dieses Gespräch. So von wegen, wieso, sie haben da doch ihre Schnapsflaschen in die Waschmaschine gepackt, dann ist halt kein Wunder, dass sie nicht mehr funktioniert. Na, so schlimm war es dann doch nicht. Aber so ungefähr in dem Bereich bewegen wir uns dann. Naja. Und ich habe dann da angerufen und irgendwann kam da was, dann hat es wirklich 2 Wochen gedauert und wir hatten eine neue Waschmaschine. Super. Ich habe das Gefühl, mit der neuen ist das genauso wie mit der alten jetzt damals, aber ich kann da ja nichts dran ändern. Ich bin ja nur ein ganz kleiner Fisch. Ich will aber nicht nochmal anrufen und sagen, wie ist denn das, Waschmaschine, ist wieder doof, ist wieder scheiße. Weil ich auch so ein bisschen das Gefühl habe, dass einige Leute auch nicht waschen können. Ich meine, das ist nicht schwierig, du machst da ein bisschen Waschmittel rein und dann guckst du, aha, wie viel Grad und fertig ist. Ich finde, Waschen ist so ein bisschen das Einfachste, was es gibt so im Haushalt. Da ist Staubsaugen schon eine größere Herausforderung. Da musst du erstmal wissen, wie man das Ding überhaupt anfasst. That's what she said. Und weiterhin musst du so viele Sachen auch noch wissen. Welchen Kopf du benutzen musst. Und wie das mit dem Staubsaugen richtig geht. Da gibt es ja dieses... Kann man vorne ja so drauf drücken und dann ist das entweder für Teppich oder für Fliesen. Das ist auch schon wieder eine Komponente, die schwierig ist umzusetzen. Und dann natürlich die Saugstärke, ne? Also das ist natürlich das Ach und O. Ach und O ist auch gut, ne? A und O bei der ganzen Sache. Meine Güte. Ich bin auch schon wieder, ne? Na, das muss man können. Also das ist wichtig. Moin, Dicker. Ich finde Bisaflor, das sieht auch aus wie so eine Warze mit 4 Beinen. Allein diese Füße, wenn man das überhaupt Füße nennen möchte. Spaßbremse, Metallklaue, mach es kaputt. One Hit, jawollo. Dann ist Spaßbremse erstmal auf Level 11. Sehr, sehr gut. Sehr, sehr gut. Spaßbremse erreicht Level 11. Metallsound. Das sind so Sachen, da weiß ich gar nicht mehr, was das kann.
Was passiert hier denn? Pokémans. Okay. See der Wahrheit. Mag trockenes Essen. Ja, mag ich auch. Metallsound. Spezialverteidigung senken. Ui. Was hat Skinner nochmal für eine Pokémon-Fähigkeit? Steigert Initiative bei Regen. Ja, wunderbar. Wunderbar. Normalerweise hast du hier wirklich eine Chance, irgendwelche coolen Sachen abzugreifen bei diesem Spiel, aber ich natürlich nicht. Ich krieg da nur so einen Blödsinn. Obwohl das mit dieser Elektroanziehung da von Skinner doch ganz... Nicht Skinner, sondern von Spaßbremse doch ganz cool ist. Aber das war's dann aber auch. Nee, und jetzt habe ich ein Problem mit dem Trockner. Der wird zu warm. Ich wusste gar nicht, dass das geht. Aber wisst ihr, was da passiert ist? Einige von euch wissen es, weil ich es wahrscheinlich schon mal irgendwo erzählt habe im Livestream. Ich habe da meine Bettwäsche drin gewaschen. Und da sind mir doch... tatsächlich die Knöpfe von meiner Bettwäsche geschmolzen. Ich meine, das ist auch so Hartplastik, ja, klar. Aber so eine Temperatur musst du da drin erstmal erreichen, dass da was schmilzt. Im Trockner. Also, habe ich bisher noch nicht erlebt. Ich fand es lustig, mich eines Neuen belehren zu lassen. Aber auf die Erfahrung hätte ich auch gerne verzichtet. Jetzt ist das so doof. Jetzt hängt diese Bettwäsche da eben raus. Und trocken war die nicht. Ich meine, das wäre es ja gewesen. Brennt zwar, aber ist nicht trocken. Mhm. So ist das Leben. So spielt einem das alles mit. Ich hätte jetzt gerne schon ein EP-Teil oder ein Glücksei oder so. Das wäre jetzt schon sehr von Vorteil. Wutbürger. Das ist auch so einer. So ein harter Hund. Da ist er. Ich habe aber so ein bisschen Schiss mit Skinner gegen den zu kämpfen. Wieso, was kann der denn? Kann der Aquawelle? Ich glaube, ja. Zuschuss. Luftschnitt ist doch eigentlich eine sehr gute Attacke. Dies! Skinner macht keinen Scheiß. Ach, wenn das so bleibt, dann... Hau ihn um! Ja! Simon setzt wieder Wasserdüse ein. Ja, guck mal, das schaffen wir sogar. Jetzt sind wir sogar wieder ein Level höher. Mühsam ernährt sich das Eichhörnchen. Luftschnitt. Tja, ich freue mich schon darauf, wenn ihr das erste stirbt. Also momentan habe ich ja noch nicht wirklich... Ich weiß nicht, das sind jetzt nicht so meine Freunde hier alles, ne? Ach, guck mal einer an. Ist ja schon fast das nächste Level ab. Das geht ja hier, wie bei Rudi Carell. Ein Onyx. Oh mein Gott. Das sieht echt aus wie so eine Schlange. Ich mag diesen Trainer, der... Dieses Trainerpärchen, das einmal Austausch und einmal Onyx hat. If you know what I mean. Los, Spaßbremse. Mach Spaß. Nee, macht er ja eigentlich nie. Macht sie ja eigentlich nie. Das ist ein Mädchen. Ein hübsches Mädchen. Das ist sehr effektiv. Sag mal. Ich finde, solche Sachen kann man hier auch lassen. Und eine Sache, die ihr wahrscheinlich auch gemerkt habt. Dieser Sound von diesem Spiel, wenn das dann richtig aufgezeichnet wird, das kann ich ja nur nicht sagen, ist in Stereo. Wupp, wupp. Also das erste Pokémon in Stereo. Weil das ja auch das erste Pokémon mit der ersten Generation war, wo ein Handheld dabei war, das zwei Lautsprecher hatte. Glaube ich zumindest. Hatten die anderen zwei. Ich glaube, Game Boy Advance hat auch nur einen. Game Boy Advance SP hatte auch nur einen und merkwürdigerweise keinen Stecker für den Kopfhörer. Also das war für mich ja total unglaublich. Da weiß ich bis heute nicht, warum die daran gespart haben. Aber wie gesagt, gab es dann einfach nicht. Muss ja auch nicht. Geht ja auch ohne. Kann ja auch diesen Sound auf volle Lautstärke drehen und dann seine Nachbarn damit ärgern. Das ist auch eine Möglichkeit, wie man das ganze Leben dann verbringen möchte. Okay. Spaßbremse, du musst jetzt rallen. Also jetzt ist ein One-Hit mal wieder gefragt. Während du da verletzt wirst. Also das hat mich geärgert mit dem Trockner. Da müsste ich auch irgendwann nochmal hin. Oh. Also es sind nicht alle Knöpfe geschmolzen. So zwei, drei sind noch dran. Und andere sind auch abgefallen. Da ist wahrscheinlich das Band, das ist kleine Faden nur so durchgerissen. Und die waren dann verbogen. Ja, es sind Kräfte, die da auf meine Wäsche einwirken, ne? Heftig! Aber die sind nicht eingelaufen, also... Das läuft! Ist ja nicht alles schlecht.
Okay, ab in die gute Homezone. Hallo Mucha, wie geht's? Ruhe doch ein bisschen aus. Ja, gerne. Ich mag das übrigens, dass sie hier so komische Haarfarben haben. Das war ja bei Pokémon Gold und Silber so klasse. Da haben die ja Haarfarben gehabt. Die waren ja froh, dass sie mal irgendwie andere Farben da in das Spiel reinmachen konnten. Und dann haben sie sich gedacht, so Leute, nach mir die Sinnflut. Heute geht's richtig los mit Farberei. Und dann hatten die grüne Haare, blaue Haare, rosa Haare, türkise Haare. Das sah aus wie am Potsdamer Platz. Die ganzen Kernassis da. Ja, der muss jetzt erstmal ein bisschen wirken. Ja, genau so sah das aus. Filmslehrer, Leser, als wenn Spaßbremse einen Willen hätte. Die macht doch nur, was ich will. Obwohl, außer es geht um Spaß, dann ist vorbei. Dann wird hier gar nichts mehr gemacht. Ich bin mal gespannt, wer von den Viechern es bis zum Ende überleben wird. Und ich finde es wirklich schade, ich muss es nochmal sagen, dass so viele Pokémon in der letzten Generation schon wieder dabei waren. Also wir haben ja Seemon und dann Hockrose, ja, also hier Pubella, den hatten wir auch beim letzten Mal, Stolunio hatten wir beim letzten Mal. Zwar nie wirklich eingesetzt, aber schade, ich hätte eigentlich gerne noch was anderes verwendet. Deswegen habt ihr ja gesehen, dass ich Skinner so ein bisschen trainiere. Ich glaube, den darf ich ja auch benutzen, ne? Selbst wenn nicht, dann lasse ich eben was anderes dafür frei. Oh, oh, ich mache hier die Regeln, das sind meine Videos. Und wenn hier einer die Regeln macht, ne? Dann darf der auch bestimmen, ne? Ja. Ein wildes Seemon. Dann hau mal Sprungfeder raus. Ich wusste gar nicht, dass es das in der Generation schon gibt. Boing. Skinner springt hoch. Naturkraft funktioniert nicht. Und Achtung. Back Suplex. Boom. Das war jetzt... Oha. Stärker geht's ja kaum in diesem Spiel, ne? Da kann ich Skinner ja auch so ein bisschen alleine durch die Gegend schicken, ne? Ich habe mir aber auch noch nicht mal angeguckt, was so die Werte von den Viechern sind. Wo jetzt der hohe Angriffswert ist. Ich glaube, dass dieses Starrer irgendwas... Starrer Lili... Starrer... Das sehr gute Initiative und Angriffswerte hat, wie einfach jedes Flug-Pokémon in diesem Spiel. Obwohl, mit der Angriffswert-Geschichte wäre ich mir da nicht so sicher. Initiative ja, Angriff nein. Überhaupt, dass es wieder so ein dreigeteiltes Flug-Pokémon in jeder Generation geben muss. Das ist Unsinn. Also nicht in jeder, aber in den meisten. Und auch so ein Pikachu-Verschnitt. Irgendwas, was man so richtig süß finden kann. So ein Mädchen-Pokémon. Kurze Frage an die Frauen da draußen. Was ist euer Lieblings-Pokémon? Einmal bitte Antwort in die Kommentare. Weil geil. Ja, nur die Frauen. Die Männer sind außen vor. Man muss ja auch mal ein bisschen genderkorrekt bleiben. Ja, das gehört dazu, dass die Männer dann außen vor sind. Das ist das so. Das ist einfach so. Ist auch so eine Sache, über die ich mich stundenlang unterhalten könnte. Werde ich wahrscheinlich in diesem Let's Play auch machen. Ich mache viel zu viel Meinungsbildung. Ich habe jetzt schon so viel Politik gemacht und die Gewalterlebnisparks vorgestellt, wo wir auch mal schön zusammen hingehen können. Ich meine, so ist es ja nicht. Jeder kriegt da einen schönen Baseballschläger und dann spielen wir da The Walking Dead nach. Das wär's doch. Das ist doch mal was Schönes für so einen Familienausflug. Einfach jeder Basie und dann gib Knoppers. Du musst auch nicht mehr so viel bezahlen. Okay. Hast einen schönen Tag gehabt erstmal. Krieg ich den? Skinner! Wupp. Okay, das ist nicht sehr effektiv, aber ich krieg auch keinen Schaden zurück. Deswegen muss ich mich gar nicht so weit aus dem Fenster lehnen. Das läuft hier alles nicht sehr effektiv. Na und? Als wenn mich das jucken würde, du blöde Schlange. Gut. Okay. Beim nächsten Mal hole ich mir die Level 10 mit Skinner und dann gehen wir weiter. Versprochen. Ich kann ja nicht den ganzen Tag hier durch die Pampa radeln. Das ist ja auch für euch ein bisschen langweilig. Gut, gut, gut. Also, macht es gut. Bis dann. Tschüss, tschüss.